Einen wunderschönen guten Morgen an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie im Namen von FX Flat herzlich willkommen zu unserem heutigen morgendlichen Webinar Live Trading am Morgen mit dem Dirk. Bevor wir starten, noch ein paar, Sie kennen das, obligatorische Hinweise. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Es werden keine Handelsempfehlungen ausgesprochen. Und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Dirk, du bist soweit? Sie. Dann wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß und übertrage an den Dirk. So, Bild sollte da sein. Im Webinar, Livestream läuft ja gleichzeitig. Und dann sage ich an der Stelle willkommen heute zum Live-Trading-Webinar bei FX Flat zur US-Markteröffnung, nicht ganz, nee, sondern zur Markteröffnung in Frankfurt. Ja, ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen ein bisschen Live-Trading machen können. Ich hoffe, ich fühle mich zumindest etwas wacher als beim letzten Mal. Vielleicht bringt das ja auch irgendwas. Ich hoffe, euch geht's gut. Und der Wolfgang hat es ja auch gerade schon gesagt, ist wie immer alles keine Handelsempfehlung, sondern natürlich immer nur das, wie ich das sehe, was der Markt halt eben treiben könnte und wie man damit umgehen könnte. Immer ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen das letzte Webinar, ich weiß nicht, wer dabei gewesen ist, der war ja halt bei den NFPs. Sorry, ich habe gerade vergessen, den Ton einzuschalten. Bei YouTube sollte jetzt aber auch da sein, also nochmal in verbaler Form. Guten Morgen von meiner Seite zum Live-Trading. Also, wer im letzten Mal dabei gewesen ist, der bei den NFPs, der hat ja auch mitbekommen, also das war jetzt gerade erst vorletzten, war das letzten Freitag oder vorletzten? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das dann mal so eine Situation, die ein bisschen schwieriger war, wo auch irgendwie der Markt gedroht hat, mich irgendwie gleich zweimal hintereinander zu veräppeln, hat aber dann halt doch nicht hinbekommen, sondern die Geschichte ist, wenn auch kompliziert und mit sehr viel Anstrengung, am Schluss dann noch gut ausgegangen. Der Markt hat gemacht, was er machen sollte. So, aber das ist auch wieder eigentlich ein guter Grund gewesen, warum man nicht einfach irgendwie nachklicken, nachdrücken sollte. Vor allen Dingen, weil ich ja hier auch in den Streams beziehungsweise Webinaren ja immer so ein bisschen auch mit der Technik irgendwie gleichzeitig, ich will nicht sagen zu kämpfen habe, aber die ich ja halt gleichzeitig auch noch hinkriegen muss, plus die ganzen Kommentare, plus die ganzen Erklärungen. Und da kann es auch schon mal passieren, dass man irgendwas übersieht. Also nochmal, ich hoffe, euch geht's gut. Heute soll das Wetter, zumindest in NRW, ja auch wieder ein bisschen netter werden, als es die ganzen Tage gewesen ist. Und vielleicht ist der Markt das ja dann auch. Kommentare wie immer willkommen. Ich lese alles mit und versuche natürlich auch, so viel es geht, irgendwie davon aufzugreifen. Und damit es halt hier nicht einfach nur so ein Monolog wird und irgendwie vor mich hin gebrubbel und gebrabbel von meiner Seite, sondern dass es eben halt auch so ein bisschen interaktiv ist. Also immer wieder gerne her damit mit Kommentaren, eigenen Ansichten, die ich dann vielleicht ja dann noch irgendwo aufgreifen kann. So, kurze Rede, langer Sinn. Ich gehe mal rüber auf das Bild, wie immer. Auf der linken Seite der DAX, auf der rechten Seite der DAU. Ich bin hier nur gerade so ein bisschen irritiert, weil ich sehe hier irgendwie alle Bilder irgendwie gleichzeitig und bei YouTube haben wir irgendwie so ein paar Sekunden Delay, aber nicht viel. Ich glaube, es sind irgendwie so 3, 4 Sekunden. Viel mehr kann es eigentlich nicht sein. So, technisch scheint aber alles soweit okay. Damit muss ich mich dann, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr auseinandersetzen. Also, linke Seite der DAX. Ich habe ja gestern beziehungsweise am Sonntagnacht oder Freitagmorgen ganz früh ja nochmal meinen Blog gemacht in Videoform und da ja schon so ein bisschen was vorgezeichnet, was der Markt eigentlich machen könnte. Wobei ich da ja auch gesagt habe, ne, montags ist immer so ein bisschen extra schwierig, sich da halt irgendwo zurechtzufinden, weil man einfach nicht weiß, wie die Woche halt tatsächlich startet, ne, und davon ja natürlich dann ganz viel abhängt. Das hier sind noch die Linien davon, die ich da eingezeichnet habe. Und also ne, das war so die Bewegung, wo ich gesagt habe, naja, eigentlich müsste, könnte, sollte der DAX, wenn er es irgendwie geschickt anstellt, wenn er oben raus will, erstmal runtergehen. So, das ist halt so diese Bewegung. Da habe ich aber schon gesagt, das wäre so meine
präferierte Richtung. Am liebsten gestern, also für den Montag. So, jetzt sieht man halt, naja, der DAX konnte irgendwie sich nicht so wirklich entscheiden, was das Ganze irgendwie, beziehungsweise wie er die Wochen halt starten will. Also hier sieht man es halt deutlich. Das heißt, das hier ist die Tageskerze von gestern. Er hat es irgendwie so mal kurz angedeutet, die Richtung scheitert aber dann irgendwie schon an der 16.000 von oben und dann ging es nicht weiter. So, nichtsdestotrotz ist das halt für meine Begriffe so der einzig plausible Weg momentan, weil wir haben hier ganz typisch, wie eben ganz oft und wie ich das auch schon gefühlt tausendmal erklärt habe, ne, in so einem Bereich, also wenn der halt gekauft wird. Ne, also hier ist im Daily sieht man es jetzt nicht so deutlich, aber hier diese Abwärtsbewegung ist ja auf jeden Fall gekauft worden, hier an der Stelle bei der 15.903. Ne, das war so die letzte markante Abwärtsbewegung und dann hat er sich im V-Reversal versucht. Er ist demnach, weil er halt hier dieses Hoch nicht geknackt hat, wie man ja hier sieht, ist er eigentlich immer noch im Abwärtstrend erstmal. Ja, das heißt, der kann auch im Abwärtstrend bleiben. Und von daher ist es auch nur legitim, dass er halt nicht direkt einfach oben durchläuft, sondern dort jetzt halt erstmal scheitert oder bremst oder wie auch immer und der Markt erstmal nochmal Schwung holen muss. Das heißt, generell sind wir hier im Short-Trend, Daily. Ja. So, weil keine neuen Hochs, ne, beziehungsweise neue Tiefs. Und wenn sich diese Geschichte so weiter bewegen würde, ja, wäre das auch völlig okay. Und das heißt eben auch, solange das hier so ist, um das zu knacken, müsst ihr zumindest mal Luft holen. So, und da ist diese Abwärtsbewegung eben die markanteste, die gekauft worden ist. Das ist dann bei mir hier eine Zone, die in Rot eingezeichnet ist. Das heißt, runter auf die 15.900 könnte der eigentlich völlig ohne Probleme, zumindest mal hier die 930. Und das wäre eben halt auch der SMA 20 im Daily dann halt von oben. Ja. Das heißt, er ist ja auch eben fallend einfach gekauft worden, passt eigentlich extrem genau dazu. Das Problem ist jetzt halt immer, wie immer, das Timing. Ne. Gestern habe ich ja gesagt, ja, am liebsten irgendwie gestern soll er das so machen. Und aber es ist das, was man am wenigsten beeinflussen kann, beziehungsweise beeinflussen kann man eigentlich gar nichts, außer das, was man halt eben selber draus macht. So, und das ist natürlich. Wie soll ich sagen, ja, so das Einzige, was einem dann übrig bleibt, ne? Und dass man da halt irgendwie sich zurechtfindet. So, das heißt aber nochmal, also wir sind im Abwärts, die Bewegung hier, er kommt ja auch hier nicht weiter, auch gestern nicht. Kann jetzt natürlich sein, dass er trotzdem nochmal nach oben versucht, dann wäre das aber halt umso höher eigentlich eine Chance, dass der Abwärtstrend erhalten bleibt und eben nichts da oben raus, der Trend hat gebrochen wird und wir die ganze Geschichte halt hier in Long verwandeln. Ne? Weil halt eben dann klebt er hier oben irgendwann fest, kommt nicht weiter und dann macht es nachher plopp und dann war es das. Deswegen würde es ihm gut tun, für Long im Daily erstmal wieder runterzugehen. Hier vielleicht auch mal ganz kurz auf der anderen Seite der Dow, weil zu dem habe ich ja auch was gesagt, habe ich auch gemeint, er kann natürlich auch irgendwie versuchen, nochmal raufzugehen, das wird aber wahrscheinlich nichts werden. Und der hätte eigentlich die gleiche Bewegung machen können, nämlich auch einmal runter, hier auf die 172 ist das hier im Gap, ja, beziehungsweise ebenfalls SMA 20 im Daily erstmal runter und dann nach oben versuchen, weil da habe ich gemeint, ne, wenn er es direkt versucht, wird das wahrscheinlich nichts. Und hier sieht man ja eben auch, er hat zwar versucht, über diese alten Hochs da auszubrechen, bei mir die 34.590, kam aber eben wieder runter, heute Morgen jetzt wieder irgendwie ganz knapp da dran. Nur genau an dieses Level und drückt jetzt gerade schon wieder so ein bisschen nach unten. Das heißt, eigentlich das Gleiche. Und wenn die beiden jetzt nicht komplett auseinanderlaufen, dann könnte das eigentlich funktionieren, dass wir jetzt halt dann auch hier mal eine Bewegung nach unten bekommen. Ja. Aber nochmal, wie gesagt, das Timing ist so ein bisschen das Problem. Im Daily sehe ich das halt als absolut plausibel an. Das heißt aber leider nicht, dass es dann halt irgendwie gleich um 9 Uhr so passieren muss. So, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt aber eben so die Richtung, wo ich sage, naja, da würde ich halt schon gerne irgendwie versuchen, die einzufangen. Ne? So, das heißt, wie immer, ich versuche, muss mich hier eine Nummer kleiner orientieren. Das heißt ja irgendwo in einem Timeframe, den wir dann jetzt auch zu greifen kriegen, hier zum Beispiel M2 oder M15. Also M2 ist, wenn wir so der Einstiegstimeframe. M15, so das für die erste größere Richtung hier oben. Das heißt, ich weiß nicht, ist hier irgendjemand zum ersten Mal dabei? Der kann ja vielleicht irgendwie mal kurz ein X in den Chat machen, damit ich das so ein bisschen einschätzen kann, wie weit ich da ausholen muss. Weil nicht, dass ich da zu viel
voraussetze. Also einfach gerne mal irgendwie ein X in den Chat oder bei YouTube. Okay, schon der ein oder andere sehe ich gerade. Okay, also wenn ihr nicht mitkommt mit meinen Erklärungen oder dann einfach kurz beschweren. Und weil ich habe natürlich schon viele Stammzuschauer und wo ich das nicht immer von vorne irgendwie alles nochmal ausholen muss, aber ich kann das gerne machen. Ich bin ja auch immer ganz froh, wenn sich das so ein bisschen erweitert und wenn ich halt eben auch mal ein paar Sachen ein bisschen genauer erklären kann, warum ich das so sage bzw. meine. Okay. Also, was jetzt für mich jetzt erstmal relevant ist, typisch ist der H1. Ne? Das ist natürlich jetzt so das, was wir jetzt in der nächsten Stunde ja auflösen wollen, beziehungsweise das, was in der nächsten Stunde ja relevant ist. Das heißt, wir bauen jetzt hier eigentlich ja nur eine neue Kerze. Was mir jetzt halt direkt schon mal ins Auge fällt, nicht gut ins Auge fällt, ist, dass wir hier die 8 Uhr Bewegung haben, die jetzt hier gerade läuft. Also diese Kerze läuft jetzt ja gerade im DAX und die hat ohne Docht, ohne Lunte, ohne, also beziehungsweise ohne Docht da oben angefangen. Das wird sehr, sehr gerne nochmal relativ schnell zurückgeholt. Das heißt, die hat wirklich jemand dann irgendwie um Punkt 8 irgendeine Position reingeschmissen, wahrscheinlich dann irgendein Algo, beziehungsweise halt irgendein Algo gesteuerter Trade, der halt eben zeitlich getaktet ist. Ne? Das heißt, auf die Sekunde ist das Ding hier runter. So, und das heißt, die kriegen wir wahrscheinlich am schnellsten nochmal zurück. Würde aber auch bedeuten, wenn er jetzt um 9 oder hoch läuft, wäre das hier oben zum Beispiel bei der 16.080, etwa 84, wäre das dann halt ein potenzieller Short Entry erstmal. Weil sowas bleibt meistens nicht stehen, sondern wird direkt nachgebaut oder halt später nachgebaut. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich long gehe, um das Ding da oben zu holen, sondern ich bin schon auf der Suche jetzt hier erstmal nach Short. Und ich sage nur, wenn der jetzt hier hochlaufen sollte um 9 direkt darauf, würde ich mir den da oben drüber direkt dann halt schnappen und dann entsprechend den Short versuchen. So, das ist das, was mir hier jetzt ins Auge fällt. Wenn man das Ganze halt mal aufdröselt, eben in Trends, sieht man halt hier auch, ich habe hier noch das Flux drin, das es zwar so leider nicht mehr gibt, aber eben auch das MT-On Live macht ja nichts anderes, als mir hier die Trends anzeigen. Das heißt, im M5 bin ich short, M15, und hier mal gucken, was der anzeigt. M15 ist trendlos, M5 ist short, H1 ist short, daily sowieso. So, das heißt, von daher bin ich auch da nicht ganz auf der falschen Seite. So, Position will ich erstmal ein bisschen kleiner starten, erstmal irgendwie vielleicht mit einer halben Size und dann halt vielleicht gleich nachlegen. So, nur mal gucken, hier, ob hier alles richtig eingestellt ist. Gut, SL 100 Punkte werden wir nicht brauchen. Aber hier nur schon mal ein paar Sachen vorab eingestellt, damit ich nachher nicht irgendwie alles nochmal umstellen muss, wenn der Trade dann halt irgendwie läuft. Aber ganz wichtig nochmal, ne, es ist keine Empfehlung trotz allem. Ich muss mal einen Schluck trinken, irgendwie Trockenheit. So, 2 Minuten haben wir noch. Was jetzt für mich auch nicht so ganz unerheblich wäre, ist hier im H1 unten nochmal, dass wir möglichst unter dem SMA 20 starten. Und SMA 20 ist für mich ja immer so der, ja, ich meine, so doof es klingt, ja, aber halt der durchschnittliche Trend eben von 20 Perioden. Und ich finde den schon immer recht relevant, weil er halt eben auch sehr, sehr gerne angesteuert wird und man damit auch sehr oft was anfangen kann. Und werde ich aber jetzt auch nicht hier komplett erklärt bekommen, es sei denn, wir kriegen jetzt wirklich gleich das Szenario, wo es dann halt passt. Aber ist für mich halt, deswegen habe ich den halt immer auch mit drin. Finde ich persönlich nicht falsch, sondern sehr, sehr hilfreich eigentlich insgesamt. So, also was habe ich gesagt? Hier oben die 16.080. Das heißt, in dem Bereich würde ich mir jetzt erstmal, ne, da sieht man es ja halt auch, ich mache das mal hier ein bisschen größer. Ne, hier oben, das war die Pre-Hour, das heißt also 8 Uhr, hier oben direkt plomb auf die Sekunde dahin. Das heißt, hier würde ich mir direkt mal die erste hinlegen, falls es die nochmal schnappt, die ist nämlich nicht wirklich weit entfernt. Von daher ist das schon möglich, dass wir die gleich kriegen. Ich hoffe nur, das ist immer so meine einzige Befürchtung bei den Webinaren,
dass wir Wohler kriegen, ja, und nicht hier ohne Wohler auskommen müssen. Das wäre natürlich ein bisschen traurig. So, also wir laufen erstmal rauf. Komm, ich gebe den direkt mal rein hier. Es gab direkt eine Gegenbewegung vor dem Gap. Deswegen war ich da jetzt gerade ein bisschen schneller. So, und mal gucken, ob der nicht direkt jetzt nach unten drückt, weil wir haben jetzt auch unterm SMA 20 sind wir auch gestartet. Von daher darf der gerne mal versuchen, hier dieses Low rauszunehmen. Ne, hier im H1. Das war jetzt natürlich sehr schnell, das ist schon klar. Aber manchmal ist es eben so. Man müsste jetzt natürlich dann auch schon nachdrücken, weil auch im M15 hier unterm SMA 5, SMA 20 auch gestartet. M5, H1, das passt da eigentlich alles ganz gut zusammen. Jetzt müssen wir den Daily mal im Auge behalten. Mal gucken, ob wir hier so ein paar Punkte zusammenkriegen. Da wäre jetzt für mich relevant, natürlich hier das nächste Level bei mir aus dem Live-Chart, beziehungsweise da durch. Das heißt hier unten das Cluster. Ne? So, der Markt läuft aber jetzt gerade noch nicht mal 2 Minuten. Das heißt, der kann auch leider ganz schnell wieder zurückkommen. Aber so eine 5 Minuten Bewegung, die könnte eigentlich schon gut aufgehen. So, mal gucken, ein bisschen kleiner machen hier. Nur weil ich meine generell bis 15.900, das wären jetzt 150 Punkte. Ich glaube jetzt nicht, dass wir die hier zusammenkriegen. Aber trotzdem ist das halt eine Strecke, die Potenzial hat. Ich klicke mir hier was zurecht mit meiner Skalierung. So, 20 Punkte sind schon. Ne, so hier das nächste Level, wo ich jetzt aber schon ein Freund davon wäre, wenn er da durchgeht und direkt runter hier auf das Vortagestief. Das wäre natürlich dann zumindest eine Geschichte mit Nachdruck, die eben auch Sinn macht. Also oft ist es eben so, dass halt die Markteröffnung halt direkt das Tagesziel ansteuert. So, wir zackern wir hier erstmal dran rum. Von daher muss das jetzt nicht am Stück kommen, sondern kann auch sein, dass wir jetzt hier rausfliegen, nochmal in die Eröffnung laufen. Da würde ich mir den aber einfach nochmal nehmen. Na, noch eine Runde schnappen. So, ja, sieht so aus. Also erstmal hier mit 18 Punkten etwa raus. Immerhin, erste Impulsrichtung war schon mal okay. Hätte man auch größer machen können, aber ne, hätte Fahrradkette, das kennen wir ja alle. So, hier auch noch ganz wichtig für die, die zum ersten Mal dabei sind, das hier ist das Orderbuch aus dem FDAX. Ne? Das heißt, ich handle hier zwar CFD, habe aber das Volumen vom Future hier angezeigt. Und deswegen nicht verwundern, das ist also wirklich das tatsächliche Future-Volumen. Jetzt mal gucken, wie weit wir hier zurückkommen. Ich wäre hier auch schon eigentlich fast ein Freund davon, das direkt um 9.05 Uhr nochmal anzugehen. Vorausgesetzt, er steht unter der Eröffnung und nicht etwa drüber. Ne? Das heißt also hier ausgehend davon, dass wir hier oh, sorry. Ausgehend davon, dass wir hier so ein bisschen zeitlich gesteuertes Verhalten sehen, was ja irgendwie um 8 Uhr schon angefangen hat. Das heißt, könnte also schon sein, dass halt hier irgendein Kandidat dann den Future halt irgendwo drückt, beziehungsweise da halt irgendeine Maschine gestartet hat, die dann halt auf die Minute reagiert. Aber werden wir gleich sehen, ob dem wirklich so ist, bis die ersten 5 Minuten um sind. Mal gucken, was da passiert. Ne? Also wie gesagt, der sollte halt nicht unbedingt hier über die Eröffnung zurückkommen, sondern sich schon da unten stabilisieren. Mal gucken, ob das so gelingt. So, was ich hier halt auch drin habe, eben nochmal zur Erklärung für die neuen VPOC. Das ist ein Tool vom Orkan, ja, der mir halt eben auch nochmal dann zusätzlich den VWAP, also den Volumendurchschnitt sozusagen anzeigt. Für mich das Wichtigste hier von dem Tool zumindest und halt auch den Super Trend, den ich gar nicht so falsch finde, weil er da eben dann oft schon dran reagiert und bevor halt irgendwas anderes passiert.
So, das heißt, also wenn man auf sich solche zeitlichen Geschichten einlässt, muss man halt im Zweifelsfall sehr schnell sein und nicht zu viel reden. Moment mal gucken. Also hier 5 Minuten hängt nach unten. Da war ich jetzt schon fast zu langsam dafür. Also drück direkt wieder weiter runter, direkt um 5 nach. Zumindest mal ein bisschen. Gerade mal parallel gucken, was der DAO treibt. Nix, okay. So, ne, also hier ist jetzt halt so ein bisschen gerade die Bremse angesagt. Also was wir halt sehen, was ich halt hier im Auge habe, ist, um das nochmal kurz zu verdeutlichen, ist dieses Cluster hier an der Stelle. Ne? Und da hat er ja auch irgendwie gerade mal reingestochen. Das war das, was ich vorhin gemeint habe, ne, dass hier das nächste Level wäre für mich jetzt hier spannend, aber eben halt, weil hier auch das Cluster nach unten anfängt. Ne? Das heißt, hier war dann doch relativ viel Volumen gestern und dass der nicht einfach so da durchläuft, das ist schon legitim. So. Er ist aber halt auch relativ verhalten hier erstmal. Und gucken, die Geschichte da oben liegt ja immer noch. Das wären 30 Punkte drauf. Muss jetzt nicht unbedingt kommen, aber generell hält er sich erstmal unter der Eröffnung. Das heißt, wenn man die Geschichte hier fortsetzen will, kann man natürlich auch eben einfach hier an den Lows nochmal short gehen. Wobei unten Short ist genauso schwierig wie oben Long, wobei oben Long ist meistens fast noch einfacher. Aber es wäre halt im Endeffekt nichts anderes als die Fortsetzung von der erstmal anfänglichen Bewegung. Ja, könnte aber durchaus, mal gucken, wir haben hier noch das Kassa Gap, den Kassaschluss von gestern. Ne? Das kann man hier alles einfach einblenden. Ja. Und natürlich die Future-Eröffnung. So, das heißt, da hat er irgendwie das, nur mal kurz zur Erklärung nochmal, also oft macht das eben so, wenn das Gap nicht zugemacht wird, ne? Und wie hier direkt vorhin bei der Eröffnung kurz davor gebremst hat, das habe ich halt gesehen und deswegen habe ich da auch so schnell drauf gedrückt. Und dann ist das oft ein Indiz dafür, dass der Markt halt eben in die andere Richtung will. In dem Falle war es dann jetzt eben runter. Also kein Gap Close. Gap Close von unten. Also hier würde ich jetzt keinen Short, ehrlich gesagt, hinsetzen, weil Gap Close von unten, genau wie Gap Close von oben, das eine ist weder direkt Short, das andere auch nicht direkt Long. Es gibt Ausnahmen, hatten wir letzte Woche auch einen, die habe ich auch beschrieben, aber in der Regel ist es nicht. Das heißt, läuft der hier hin, läuft er auch ein paar Punkte weiter. Ne? Also der wird nicht hier drehen. Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ne? Sondern wenn, dann bleibt er jetzt hier drunter. Und schiebt sich da jetzt gleich unten mit dem M15 raus. Oder wir setzen eine Etage höher an. Deswegen würde ich jetzt hier mal kurz erstmal versuchen, da so ein Ding hinzusetzen. Also hier nochmal eine Order hinzusetzen. Ja, lustigerweise hier auch an dem Supertrend, wo ich ja gerade noch gemeint habe. Den finde ich manchmal gar nicht so schlecht. Er dürfte jetzt halt nur nicht über die Eröffnung laufen. Ne? Das wäre dann wird es ein bisschen nervig. Weil dann kann halt eben der M15 auch wieder versuchen, nach oben zu drehen und nach oben rauszulaufen. Momentan sieht es allerdings noch nicht danach aus. Was wir natürlich bräuchten, das wäre halt mal so ein bisschen Volumen, damit man mal ein bisschen was sieht. Warum wird denn hier eigentlich das Volumenprofil nicht angezeigt, frage ich mich gerade. Das sollte nämlich eigentlich da sein. Ich kann ja mal auf den M1 gehen. Auch nicht. Ich habe irgendwie keine Lust auf das Volumenprofil, warum auch immer. Ist irgendwie nichts da. So, also was wir halt brauchen beim Stichwort Volumen ist natürlich Volumen in die Richtung, wo wir halt laufen möchten, ne? Oder generell halt in irgendeine Richtung. Momentan sieht man da halt einfach nichts. Er klebt auf der Stelle. Und auch wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, ich hole heute ein bisschen länger aus, ist halt der M15 immer so als erster größerer Richtungsgeber. Ne? Und das ist vielleicht, weiß ich nicht, erfahrungswert oder was auch immer.
Und aber ich finde, man sieht schon recht oft, dass der M15 eine gewisse Relevanz hat, vor allen Dingen, wenn halt irgendwie zeitlich gesteuert da halt was passiert. Das heißt, der legt schon ganz gerne mal die erste Richtung vor und löst vor allen Dingen ganz am Schluss auf. Das heißt, also in den letzten Sekunden oder der letzten Minute wird diese sich erst weiter ausbilden. Nichtsdestotrotz sind wir aber hier jetzt auch mittlerweile im Short, ne? Der war ja vorhin hier grau, das heißt richtungslos. Der ist jetzt erstmal Short auch gedreht. Und von daher ist das soweit schon mal okay. Würde der jetzt nochmal rauflaufen, wären wir direkt schon wieder richtungslos, dann wäre es halt ein bisschen anstrengend. Aber ich drücke hier mal noch nicht. Ich warte mal noch irgendwie ein paar Minuten, auch wenn der hier gerade sich wieder runter versucht. Aber hier im kleinen Timeframe haben wir nichts anderes als im großen. Das heißt, wir haben hier ein kleines Cluster, da sticht er jetzt mal rein. Da muss der jetzt nicht sofort durchlaufen, ne? Also, wenn dem so ist, dann ist es halt so. Dann habe ich halt, bin ich halt hier nicht mehr drin, ne? Weil hier lag ja die Order, glaube ich, irgendwo in dem Dreh. Sondern ich würde schon mal gerne kurz warten, was er denn jetzt eben veranstaltet hier um 9:15 Uhr. Um dann halt eben um 9:30 Uhr mit der Knoppers-Fraktion möglicherweise wieder was ganz anderes zu machen. Aber das ist halt einfach so. Das, was man halt immer wieder sieht, gerade 9:30 Uhr, ne, da kommt halt nochmal eigentlich ganz gutes Volumen sehr, sehr oft rein. Und dann wird auch die Richtung festgelegt, nachdem davor alles so ein bisschen hin und her Geschiebe gewesen ist. Aber hier passiert jetzt erstmal gerade nicht viel. Wie war das vorhin? Ja, noch nicht mal irgendwie so viel, ne? Ja, 15 Punkte etwa. Aber immerhin, dafür, dass er irgendwie auch nur 30 gelaufen ist, ist darunter die ganze Bewegung rund die Hälfte. Das ist schon okay. Das ist erstmal okay. Also 9:12 Uhr. Wer ist denn wie positioniert? Seid ihr long? Seid ihr short? Könnt ihr gerne auch mal hier reinschreiben. Der Lutz will long bei der 0:22 Uhr. Short, short, Seitenlinie, flat, long, gar nicht gebranntes Kind. Was ist denn da los? So, short, ein paar waren dabei. Long bei 50, okay. Ja, ich meine, es ist beides legitim, ne? Weil der M15 ist noch nicht fertig. Also der kann jetzt auch hier genauso gut ab der 50 raufziehen. Auch legitim. Long bei 50, long, also ganz schön durchwachsen heute. Aber ist ja auch grundsätzlich gut. Ich finde es immer so ein bisschen bedenklich, wenn irgendwie alles short ist. Und weil alles long findet man komischerweise ganz selten, aber alle short liest man sehr oft. Aber das ist ja hier wirklich so, ne? Long, einige haben Orders liegen. Ah, cooles Feedback hier. Auf jeden Fall. Ja, also einige longen bei der 50, ne? Also genau hier. Ja, wie gesagt, ne? Das kann funktionieren. Man sollte nur gucken, dass jetzt wirklich dann der M15, also wenn man irgendwie long möchte, dass der dann auch wirklich nach oben auflöst. Ne? Das heißt, die sollte dann auf keinen Fall irgendwie hier in Schwarz bzw. Rot stehen bleiben, sondern die müsste dann halt schon eine andere Farbe kriegen. So, das heißt aber halt auch, ich meine, ich will ja eher mal runter. Ne? So, noch, also noch spricht alles hier runter. Dass wir hier dieses letzte Low bei der 058, ne, das können wir dann gerne nochmal abholen. Von mir aus. Das heißt, wenn der M15 jetzt in Rot schließt, würde ich versuchen, den hier oben nochmal irgendwo einzufangen. Ne, wie man sieht, kriegt auch gerade so ein bisschen Bewegung auf die letzten Meter, auf die letzten Sekunden. Ich lasse die jetzt mal hier liegen. Dann mal gucken, ob wir jetzt einen Impuls dann bekommen. Weil momentan ist ja alles noch so ein bisschen überschaubar. Sah ja am Anfang eigentlich erstmal ganz gut aus, die Geschichte.
vom Volumen, aber jetzt irgendwie wird hier gerade ganz schön gebremst. So, das heißt, allein mit der Kerze wäre jetzt für mich eigentlich long schon vom Tisch, aber nochmal, bitte jeder selber, ne? Ganz wichtig. So, aber hier das Low könnten wir jetzt uns eigentlich jetzt auch nochmal holen, auch wenn es jetzt hier von Overnight gewesen ist. Aber in Anbetracht dessen, wie das hier im Timing läuft, sieht das schon so ein bisschen aus, als wäre der ganze Markt Future gesteuert und weniger Kasse. So, das heißt jetzt hier so eine kleine Bewegung nach oben und dann runter. Das wäre jetzt schon so mein Favorit. Aber da kommt irgendwie nicht viel, ne? Beziehungsweise hier nur so zwei, drei Punkte nach oben. Das reicht halt irgendwie im Zweifelsfalle nicht, um halt eine richtige Bewegung halt mal anzutriggern. Und auch hier noch ein kleines Gap sieht man auch noch im 15. Ein bisschen lame, die ganze Nummer heute hier. So ein bisschen lahm, ne? Nichts los. Ja, ne? Schreibt der Christian hier auch 18, um 8 Uhr. Die sieht schon recht markant aus. Die Kerze hier, aber wir haben vor allen Dingen auch in letzter Zeit oft gesehen, dass um 9 Uhr genau das Gegenteil von dem passiert, was von 8 Uhr an passiert ist. Gut, auch umgekehrt genauso, ne? Dass er halt irgendwie um 8 Uhr erstmal 100 Punkte runtergeballert ist und dann halt nie wieder hochkam, haben wir auch gesehen. Also von daher so ein bisschen schwierig, das allein an der Bewegung halt irgendwie auszumachen. Wolle, mach doch mal ein bisschen Tempo hier im Markt. Ja, irgendwie ist es jeden zweiten Dienstag, das ist tatsächlich so. Schreibt der Lutz auch gerade hier. Ja, und der Seppel, danke für die Blumen. Freue ich mich natürlich auch, sowas zu lesen. Ja, ich versuche es halt einfach nur ne, so verständlich zu machen und eben auch transparent. Und natürlich läuft es nicht immer, wie man sich das vorstellt. Leider auch mit der Vola. Ich meine, mit dem Handel selber würde ja schon reichen. Was halt immer nur so ein bisschen anstrengend ist, ist, wenn die Wohler nicht mitspielen. Ne? Das ist immer, denke ich mir so, wow, das muss doch nicht sein. So, das heißt auch, ne, wenn wir jetzt hier irgendwie, ich wäre hier glatt ein Freund davon, nach unten irgendwie reinzuschorten. Ne? Weil wenn der sich jetzt hier runterdrückt, warum sollte der jetzt großartig bremsen, wenn da oben einfach so gar nichts kommt? Ne? Es kommt ja auch kein Druck nach oben. Das heißt, dann hätten wir hier zumindest mal die längste Bewegung wieder nach unten. Und wenn da oben nichts kommt, sollte halt wenigstens nach unten was kommen. Aber halt bei zwei Punkten rauf und runter. Aber gut. Ist natürlich dann die Gefahr, ne, dass man halt den ersten nochmal komplett verschenkt. Ja, jetzt kommt da ein bisschen was nach oben zumindest. Dass man den ersten nochmal komplett verschenkt und der halt hier irgendwie den Wohler-Tod stirbt, der Markt. Das ist natürlich immer das Schlimmste, was passieren kann. Aber aktuell wirklich nichts, ne? Einfach mal nichts. Ich habe hier noch einen Dow Short auf von gestern mit dem Fehlausbruch. Der ist jetzt aber nicht wirklich relevant. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal hier gucken. Aber der klemmt eben auch nur hier rum in dem Cluster von gestern. Also auch. Der ist jetzt gerade nicht irgendwie eine Hilfe hier. Und ob der rauf oder runter geht, also das war die 8 Uhr Bewegung im Dow. Das ist wirklich ein bisschen traurig. So, okay. Also der sagt uns auf jeden Fall nichts. Ne? Ich hätte halt gerne irgendwie jetzt gesagt, ja, guck mal, der Dow macht dies und das und jenes. Und dann macht es halt Sinn, wenn der DAX das und das macht. Ne? Aber da kommt ja irgendwie gerade nichts. So, ich lese mal hier nochmal die Kommentare. Das soll jetzt mal auf den Nachmittag gehen. Hattest du ja gesagt, ja. Also ich meine, wir hatten ja halt auch oft wieder gute Eröffnungen halt in letzter Zeit. Ne? Von daher ist das schon okay. Ich habe immer wieder gesagt, so, wenn der DAX das noch einmal so und so macht mit so und so wenig Wohler und dann war es das mit den Webinaren und ich glaube,
Nachdem ich zum ersten Mal gedroht habe, ging es danach wieder ein paar Wochen gut. Gut, ist dem DAX natürlich im Endeffekt Wumpe, was ich sage, ja, aber es war halt schon ein lustiger Zufall. Das hat irgendwie dann plötzlich, ging es dann halt wieder. Aber ist ja oft so. Manchmal muss man erstmal die Nerven verlieren und dann wird's gut. Boah, der klebt hier aber auch wirklich einfach nur fest. Also, das sieht wirklich aus, so wie so eine Geschichte, die dann halt um 5 vor 10 in irgendeine Richtung auflöst, ne? Meine Güte. Weil da ist ja wirklich nichts, ne? Wobei das hier sieht jetzt schon so ein bisschen aus, als gäbe es mir gleich mal einen Schuss nach oben, ne? Das heißt, hier einmal so runter, ein kleines neues Hoch. Das sieht man jetzt hier bei den Kerzen gar nicht so genau. Aber der könnte jetzt schon mal kurz hier drüber und die Eröffnung eben mal antesten. So, hier sind wir genau an dem Low, was ich vorhin gesagt habe. Aber lass ihn mal kurz hier drüber spucken. Das müsste er ja eigentlich hinkriegen. Einmal ganz kurz da oben rein. Genau. Noch ein Stück höher. Eröffnung. Da auch einmal kurz drüber hier zum SMA 20 im M5 als Beispiel. Ja, ne, so der H1, es sähe jetzt schon ein bisschen nicht mehr so klasse aus für Short, aber der ist halt noch nicht fertig, ne? Ist halt auch klar. So, ich gehe mal nochmal mit einem hier mit rein. Ich habe ja gesagt, ich mache den nochmal hier an der Stelle, wird den aber dann nach oben raus auf jeden Fall skalieren. Ne, das heißt, also der hier ist ja nicht unbedingt vom Tisch, die 083, die kann er halt immer noch machen. Da wird er aber ohne weiteres eigentlich nicht drüber laufen, würde ich mal so behaupten. Ne, sondern dann halt vielleicht da oben reinstechen. Müssen wir hier wieder 6283, gut, das wäre über 20 Punkte, ist aber egal. Ne, sondern das wäre dann halt so ein Kandidat für meine Begriffe für so. Ne. Aber mal sehen. Wenn der jetzt hier direkt runterkommt, nehme ich auch ein paar Punkte nochmal mit. Bin ich auch völlig fein. Wenn er das so macht. Aber hier so, das ist schon ein bisschen arges Gewackele auf der Stelle. Das könnte mir auch so ein bisschen einfacher machen. Ja, was man jetzt halt hier einfach sieht im H1, wie der sich ja gerade aufbaut. Ne? Was heißt aufbaut? Wie er sich versucht aufzubauen. Ja? Unten ging es nicht weiter, jetzt wird dann halt oben rum. Und dann halt versucht, aber long ist die Geschichte halt trotzdem nicht. Ne? Also nicht ohne weiteres auf jeden Fall. Von daher kann es auch genauso sein, dass wir jetzt ab hier direkt runterfallen. Da wäre ich natürlich der größte Freund davon, dass ich da oben gar nicht skalieren muss. Ne? Skalieren heißt Positionen ausbauen, das heißt Positionen vergrößern, aber auch Positionen wieder verkleinern, wenn er sich in die Richtung bewegt und nicht einfach irgendwie blind und stoisch irgendwie nachlegen, bis nichts mehr übrig ist vom Konto, das ist nicht skalieren. Wie viele Punkte planst du im Allgemeinen für Stop ein? Das kommt immer so drauf an, ja. Also ich meine, wenn man halt irgendwie scalpen will, 5, 6 Punkte, dann plane ich ja auch nur irgendwie 10 Punkte Stop ein, ne? Das ist klar. Aber halt bei so einer Geschichte wie jetzt hier, ich meine, was ich halt ja vor Augen habe, ist ja halt irgendwie eine Strecke von 150 Punkten etwa. Ne? Da kann ich ja nicht mit 20 Punkten Stopp kommen. Kann ich schon machen und geht auch manchmal gut, klar. Aber es kommt ja einfach darauf an, wie viel habe ich jetzt hier? Was muss ich hier einplanen? Ne? Und genau genommen müsste man halt hier auch locker irgendwie so an diesen Peak, an den letzten von gestern. Boah, ich habe irgendwie super trockenen Hals heute. Ich weiß gar nicht, was das ist. Hier so diesen letzten Peak da oben bis zu 110 müsste man dann hier einplanen, wenn man die ganze Reise runter will. Ne? So, das ist auch immer so eine Frage. So, will ich das irgendwie heute haben? Ja? Oder will ich jetzt hier irgendwie nur ein paar Punkte irgendwie einsammeln? Von daher kann ich das gar nicht so pauschal sagen. Das kommt wirklich echt komplett drauf an. Es gibt ja auch irgendwie Händler, die haben immer
einen Stop von, was weiß ich, 10 Punkten. Ich glaube, der Andreas Reinstein macht das so. Und der geht dann halt 5-mal ran mit 10 Punkten. Und ich bin dann halt eher jemand, der sagt, nö, ich gehe lieber einmal dran und mache dann halt eben 30 gleich am Stück. Und aber auch da hängt es auch davon ab, skaliere ich den oder skaliere ich den nicht. Weil wenn ich ihn skaliere, kann, muss ich ihn dann wieder ganz anders rechnen. Ne? Weil er dann halt auch zwischendurch Gewinne anfeiern bei der Gegenbewegung. Also vorausgesetzt, der Markt läuft nicht komplett Banane. Und die muss ich ja dann auch wieder mit einrechnen. Ne? Das heißt also, von daher, in Punkten am Markt ist das gar nicht immer unbedingt so einfach festzumachen. So, jetzt könnte man hier auch sagen, pass auf, wenn der die Reise runter macht, beziehungsweise ich will den gar nicht skalieren, weil ich habe jetzt hier, es sieht für mich so aus, als könnte er direkt nach unten drücken, ansonsten gehe ich das Risiko gar nicht ein und nehme mir hier jetzt irgendwie 2, 3 Punkte mit. Oder halt, also gehe jetzt hier quasi Break-Even raus oder er schießt jetzt halt runter. Weil das ist, sieht für mich so ein bisschen nervig hier gerade aus, ehrlich gesagt. Ne? Also der müsste jetzt schon langsam dann mal irgendwie hier in die Pushen kommen und dann jetzt auch nach unten wegdrücken. Jetzt haben wir hier schon wieder so ein kleines Gap. Das ist nicht gerade hilfreich. Mache ich den mal kurz weg und lasse den mal das Gap zumachen, wenn er es unbedingt haben will. Aber haben wir hier eigentlich schon fast. Ne? Das ist irgendwie ziemlich sinnlos, die ganze Geschichte hier. Finde ich. Ich nehme jetzt nochmal 4 Punkte hier mit. Komm. Also, das heißt, ich habe jetzt durch das Ziehen von dem Stop habe ich jetzt einfach den Take Profit quasi ausgelöst. Ne? Das heißt, ich habe die Position jetzt zugemacht, weil ich das hier total nervig finde. Auch hier im M5. Das sieht irgendwie komisch aus. Gefällt mir irgendwie nicht. Also, weil da kommt ja auch nichts. Ja? So, wenn er jetzt halt, trotzdem, wenn jetzt aber halt eine dicke Bewegung nach unten kommt, mache ich den auch wieder auf. Nur das hier finde ich gerade irgendwie nur anstrengend. Anstrengend bis nichts sagend. Man hätte auch den Stop natürlich da liegen lassen können, aber das war jetzt für mich so ein bisschen Glücksspiel da oben. Oh, was ist mit meinem Hals heute los? Also Glücksspiel, ob der jetzt halt irgendwie nochmal kurz darauf schnappt und dann doch nochmal 2 runtergeht oder nicht. Deswegen habe ich den jetzt mal kurz wieder zugemacht. So, aber jetzt sieht es schon so ein bisschen aus, als würde er jetzt hier durchdrücken. Also der M15, ne, einmal kurz an die Eröffnung dran, schiebt sich hier wieder unter die 058. Das war ja mein eigentlicher Entry. Vielleicht kommt jetzt auch mal ein bisschen Tempo um 9.30 Uhr. Aber hier die 058, das war eigentlich schon gut. Ne? Das war schon richtig so. Das war schon wirklich richtig. Aber was ich natürlich, wo ich jetzt halt drauf warte, ist, dass wir mal so ein bisschen Druck kriegen einfach in Richtung. Ne? Das heißt mal irgendwie eine deutlichere Bewegung, wo man sich einfach mal reinhängen kann. Ne? Und nicht dieses 5 Punkte rauf und runter. Das macht einen ja komplett wahnsinnig. Das sind noch nicht mal 5, oder? Ja, doch. Weil wir stehen hier halt hier. Ich rede jetzt eigentlich schon seit 30 Minuten über einen Markt, der eine Range hat, irgendwie von 20 Punkten. Also, das ist halt schon ein bisschen. Ja. 4 Punkte waren es gerade, 4,5. So, also 9.30 Uhr, die Knoppers-Fraktion. Ich bin gespannt, ob da jetzt hoffentlich, ob da jetzt endlich was kommt. Also, damit waren es jetzt irgendwie 22 Punkte hier in dem Webinar mit 2 kleinen Trades. So, und dann haben wir sehen, ob er jetzt endlich da unten durchdrückt. Aber hier ist halt auch nichts, ne, im Orderbuch. Nichts. Also nichts Erkennbares auf jeden Fall. Ne? Das so, dass man jetzt irgendwie halt meine Eisberg oder irgendwas halt mal sehen würde. Das heißt also,
eine Position, die in Stücken in den Markt reingegeben wird und dann in der Regel gestützt durch eine größere Order dahinter, die dann halt eben mitläuft. Das ist typisch für eine Iceberg. So, also 9.30 Uhr, kurz nach oben. Was kommt als nächstes? Kommt überhaupt was als nächstes? Ist ja wieder die Frage. Oder kommt da jetzt wirklich auch nichts? Also wir haben hier im M15 kein einziges Mal irgendwie neues Hoch, also abfallende Hochs. In einem Trend M15, der sich nach unten gedreht hat, in einem Short-Trend im H1, in einem Short-Trend im M5, in einem Short-Trend, das ist ein Zungenbrecher, in einem Short-Trend im Daily. Also es ist irgendwie, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir jetzt nicht bald mal hier einen Move nach unten kriegen. Und wenn es nur dazu ist, den Trend abzuschließen. Ja. Also ich traue mich hier auch gar nicht, irgendwie eine richtige Position aufzumachen, weil halt hier nichts passiert. Ne? Weil halt einfach viel zu wenig Druck da halt jetzt auch im Markt drin ist. Oder Richtung, nennen wir es mal so. Richtung, so irgendwie alles zeigt auf runter, ja, aber keiner macht's. So sieht es irgendwie gerade aus. Keiner macht's. Und das Tagestief von gestern ist jetzt ja auch nicht gerade eine Weltreise entfernt, ne? Das ist ja jetzt hier irgendwie bei rund 16.000, 40 Punkte. Mein Gott, wo ist das Problem, mal 40 Punkte zu fallen? Aber heute um 9 Uhr scheint das halt hier irgendwie ein Problem zu sein. Ja. Ja, spannend, nicht wirklich. Da bin ich ja besser ins Phantasialand gefahren heute hier. Meine Kids und Family sind heute Richtung Phantasialand unterwegs. Ich habe gesagt, ich muss ein Webinar machen. Habe ich auch auf der Achterbahn, aber die hier ist nicht so spannend, glaube ich, die man dort gehabt hätte. Vielleicht fahre ich nachher noch nach, mal gucken. Das ist ja hier bei uns um die Ecke quasi. Machst du Seminare auch am Nachmittag? Also Seminare gar nicht, wenn dann halt irgendwie Streams, Live-Trading und so weiter. Also geplant regelmäßig, also fragt gerade der Michael, geplant regelmäßig ist derzeit tatsächlich nichts, aber ich mache es halt immer wieder mal über den Livestream, ne? Also über meinen YouTube-Channel. Und weil die ganze Geschichte hier wird ja auch gerade bei YouTube im Livestream übertragen. Und ich lese das hier gerade auch so ein bisschen mit. Und das heißt, wenn man den Kanal abonniert, der heißt schlicht und ergreifend Stereo Trader, der Kanal. Und dann kriegt man das ja auch mit, wenn irgendwo Livestreams halt stattfinden. Also ich mache das auch schon mal zur Zinssatzentscheidung oder so. Und oder anderen Events, wo ich also denke, na gut, das könnte jetzt irgendwie Sinn machen. Dann gehe ich auch schon gerne mal irgendwie bei YouTube live. Aber das ist halt unregelmäßig. Hast du die Grasmilben ausgerottet? Leider nicht. Die Wiese ist zu groß. Die Grasmilben sind in der Überzahl. Ja, da wird jetzt der eine oder andere fragen, hey, was? Grasmilben? Ja, ich habe irgendwie gestern in meinem Videoblog erwähnt oder erklärt, warum ich irgendwie am Freitag keinen Blog machen konnte. Ich habe nämlich dann irgendwie, beziehungsweise zum Freitag, ich habe nämlich am Donnerstagabend, habe ich mich kurz in der Notaufnahme wiedergefunden, nachdem ich hier irgendwie zu viel im Garten, zu tief, zu lang gegraben habe und irgendwie ganz fürchterlich Ausschlag bekommen habe und dann irgendwie noch Fieber und weiß ich nicht was. Und dann zog ich es vor, statt dem Blog dann doch lieber mal zu gucken, dass ich überlebe. Und der Grund waren halt eben die Grasmilben, deswegen kam hier gerade der Kommentar dazu. So, neues Low, jetzt knall das Ding da runter. Mensch, Dax, das kann nicht dein Ernst sein.
So, jetzt hier wenigstens mal zwei Positionen drin. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, das nach unten hin zu verlängern. Aber es wird doch wohl drin sein, hier mal irgendwie. Kriegen wir schon wieder so eine unnötige Kerze im M1. Also der M5 sieht eigentlich, der drückt. M15 hat die Richtung. Tja. Kommt da jetzt noch was? Ich hoffe es doch. Weil bei dem Volumen wird mir hier ganz schummerig, wenn ich mir das so angucke. Und dann jetzt zumindest schon mal hier mit einer halben Position, wobei mehr als 7 wollte ich eigentlich gar nicht, also eigentlich schon 2/3. Von daher soll er jetzt bitte wenigstens mal ein bisschen Gas geben hier. Wenigstens mal einen vernünftigen Stich nach unten. Das kann ja alles nicht wahr sein. Also, was ich gar nicht eingeschaltet habe, ist ja pH, Fibos, Pivos. So, wo kleben wir denn da? Okay, gut, das passt. Also wäre halt schon schön, ne, wenn wir zumindest mal halt irgendwie das Vortagestief hier erreichen. Das sind 30 Punkte, das ist nichts. Ja, also. Dort dann eben mal rausfinden, ob der Markt nicht doch die Richtung haben will und die ganze Reise, wie ich sie halt beschrieben habe, nämlich eben ne, hier runter auf die 900. Und wir das auch gerne in den nächsten 25 Minuten. Das halte ich allerdings so für ein bisschen unwahrscheinlich, dass das dann so gelingt. Boah, ich hänge hier im Stuhl, muss ich mal gerade hinsetzen. Das ist wenigstens mal so einer. Also was mir halt hier eben auch wirklich fehlt, das ist halt, also wenn das jetzt hier irgendwie ein Trend sein soll, beziehungsweise es ist ja eigentlich einer, klar, jeder Trend hat auch mal irgendwo sein Ende, ne? Aber in der Regel wird das dann aber auch eben recht klar markiert durch eine ja, übertriebene Bewegung am Schluss, ne? Sowohl die letzte das letzte Ding oder der letzte Schub dann halt nochmal rausgehauen wird. Ne? Das heißt, der baut sich eigentlich erstmal langsam auf, geht dann in die Übertreibung, stagniert dann und dann gibt es den Schuss und dann war es das. Ne? Das heißt, also wir sind eigentlich hier für meine Begriffe gerade mal irgendwie in der Aufbauphase. Und das kann nicht wirklich schon das Ende sein. Also ein mögliches alles, ja, aber erkennen kann ich davon irgendwie gerade noch nichts. Außer dass hier nach oben nichts kommt und unten schiebt, dass ich jetzt irgendwie vorsichtig Stück für Stück, ne, Punkt für Punkt darunter. Ne, hier im M1 halt, ne, so wirklich Step by Step kommt gerade nichts und ich hoffe, das bleibt jetzt erstmal so. Das heißt, dass wir halt jetzt auch uns weiterhin hier jetzt nach unten schieben. So, Stop sollte man allerdings jetzt mal zumindest mal mit zwei Positionen hier ein bisschen näher ranholen. Mal sehen. Dow kam auch gerade runter, ja. Okay, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ne, könnte man jetzt auch im Nachhinein natürlich sagen, ja, da oben die 058 hätte es auch drin bleiben können. Wie immer, ne? Also, ich hab ja gesagt, so irgendwie gefällt das da oben nicht, dass der oben rausläuft oder deswegen habe ich den lieber aufgelöst und habe jetzt hier dann halt eben gewartet, bis wir so ein bisschen Richtung dann halt oder zumindest mal, wo ich sage, ja, da das sieht für mich aber irgendwie schon besser aus. Irgendwie hat so ein bisschen mehr Sicherheit dann auch einfach, ne? Und deswegen schon okay. So, 39, das heißt, wir kriegen jetzt hier im M5 möglicherweise jetzt hier die nächste Welle, die sich jetzt hier durchsetzt. Kaum gesagt, läuft da 3 Punkte drauf. Also gemeint ist die Geschichte hier. Also runter, rauf, runter. Das heißt, den könnt ihr jetzt schon hier irgendwie mal fertig machen langsam. Das heißt, also hier nochmal irgendwie eine Verlängerung dransetzen. Wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe es nicht. Also.
Aber es läuft ja hier scheinbar schon wieder an die hier dran. Kann das sein? Ach Gott, guck dir das mal an, hier ein Gap. Schon wieder. Schon wieder. Irgendwie passiert da nicht viel, ne? Irgendwie passiert da echt nicht viel. Gut, ich meine, ist klar, ihr hängt hier unten im Cluster drin. Das ist schon irgendwie nachvollziehbar, dass der Markt keine Lust hat, irgendwie da halt reinzufallen, wie durch ein heißes Messer durch warme Butter. Auch klar. Ja, was doch ein paar Punkte, echt. Also. Wären, glaube ich, nicht so wirklich übertrieben. So, hoppla. Wollte ich gar nicht. Und kann auch hier eine Nummer rausgeben als Beispiel, ne, wenn man das Risiko halt dann lieber so ein bisschen im Zaum halten will. Aber der hier wird auch noch irgendwie sich eine Lunte nach unten bauen. Von daher mal kurz warten. Ärgerlich wäre jetzt natürlich, ne, wenn das hier jetzt nur noch mal irgendwie ein kleiner Fake im M15 wäre und der dann halt schon wieder auf grün zieht und dann schon wieder sich nach oben versucht. Ne? Ich glaube es noch nicht. Also, aber bei einem Markt ohne Volumen ist ja einfach alles möglich. So, weil wenn das jetzt nicht wird und dann wäre es dann jetzt auch langsam an der Zeit zu sagen, ja gut, komm. Dann versuchen wir lieber später nochmal, bevor ich mich dann hier nachher über einen Markt ärgere oder über mich selbst, der irgendwie einfach keine Lust hat, auch nur irgendwas zu machen. Aber eigentlich, ne, der H1, der ist schon recht klar erstmal abwärts gerichtet und sollte auch abwärts auflösen. Ja. Kann aber dann leider auch sein, dass es dann eben ein bisschen später erst kommt. So, jetzt mal gucken. Also da habe ich ja gesagt, der kriegt jetzt schon auch noch seine Lunte nach unten. Das heißt, der müsste sich einmal umdrehen in der Farbe hier. Und dann muss man mal gucken, was man damit jetzt dann eben macht. Löst man den jetzt auf? Löst man den teilweise auf? Oder lässt man ihn drin? Weil nur klar, Short am Low ist tricky, aber wir sind im Trend. Trend. Mir fällt es morgens manchmal ein bisschen schwer, irgendwie deutlich zu reden, stelle ich dann doch immer wieder fest. Da hadere ich oder kämpfe ich das öfter mal mit Sprachfehlern. Och, was ein Markt, das ist doch echt, das ist doch nicht schön. So, noch 2 Minuten. Bis der M15 dann jetzt mal irgendwie fertig wird. Und ich hoffe, wir drehen das jetzt gleich mal nach unten nochmal und legen dort mal eins nach. Wobei das hier schon fast langsam aussieht nach einer Geschichte, die man irgendwie besser nach 10 Uhr handelt. Ne? Das ist ja echt gruselig. Das ist leider gruselig. Was sagt der Dow? Erzählt er uns irgendwas Neues? Außer dass er nach unten drückt, nee, ne? Ja, das alles noch Range von der M5-Eröffnungskerze. Ja, es ist tatsächlich fast wirklich so, ne? Also wir sind zwar ein bisschen drunter, aber genau genommen ja, ne? Eröffnung und dann hat irgendwie nichts mehr. Nur in der M5-Kerze und jetzt einmal drunter versucht und direkt wieder reingelaufen, ne? Das heißt, wir haben noch nicht mal einen neuen Außenstab im M5. Hat absolut recht, was der. Ja, und mit dem unaussprechlichen Namen bei YouTube da gerade geschrieben hat. Das ist tatsächlich wahr. Das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Das heißt also hier, ne, das war die 9 Uhr Bewegung im M5. Und da hängen wir immer noch drin. Mehr war es noch nicht, ne? Mehr war es tatsächlich nichts. Und die hat er noch nicht mal geschafft, irgendwie nach unten zu verlängern.
Also das ist ja auch ein Außenstab hier an der Stelle, ne? Das heißt, noch nicht mal irgendwie einen neuen Außenstab reingesetzt. Wir haben eine einzige, quasi nur eine einzige Bewegung bisher geschafft und das war die hier. Die haben wir auch im Kasten, aber da sollte es doch irgendwie möglich sein, mal noch eine dran zu hängen. Nur eine. Dann bin ich ja schon zufrieden mit. Das ist schon, es ist bitter, okay. Da ist es echt bitter. Da könnte man ja irgendwie auch mal ganz profan, also ich habe jetzt hier den Prax Indicator nicht drauf. Da könnte man ganz profan mal messen, wo da die Extension liegt. Der Indicator würde aber auch nichts anderes machen. Jetzt hab ich jetzt gemacht. Den mit Fibus zu ziehen. Habe ich jetzt hier für ein Kunststück hingekriegt gerade. Okay. So, das heißt, also ich würde hier jetzt tatsächlich mal gucken, wo liegt da die Extension? So, das wäre dann so die Richtung 16.09. Das ist aber auch nichts anderes als das Tagestief. Von gestern nochmal an der Stelle. Jesus. Danke, muss jetzt gehen, schreibt Christine. Ja, würde ich am liebsten auch sagen. Danke, ich muss jetzt gehen. Ich halte es nicht mehr aus. 80 Minuten für 22 Punkte, ja, ne? Ist cool. Im Tau. Christine, ich komme mit. Ja, das ist ja okay. Ich versuche mich nicht aufzuregen, zu ärgern. Es ist ja meine eigene Entscheidung, das hier zu machen. Und wenn man halt im volumenlosen Markt halt agiert, dann muss man halt damit rechnen, dass es einfach dann doof läuft. Ja. Ist eben so. Ist eben so. Also erledigt es hier halt noch gar nichts. Ne? Er wehrt sich, weigert sich jetzt hier irgendwie in Tief dran zu setzen. Ich hoffe nicht, dass jetzt diese 3 Punkte runter schon wieder reichen, um bis wieder fast nach oben zu laufen. Also das wäre echt super, super nervig. Aber es kommt einfach gar nichts hier. Aber gut, wir haben halt Sommer, ne? Sommerloch, Volumenloch. Machst du nichts. Da machst du nichts. Kann auch genauso gut sein, dass der jetzt hier einfach mangels Volumen mir einfach mal gleich um die Ohren fliegt. Das ist genauso gut möglich. Ne? Aber dann kann ich es nicht ändern. Da muss ich heute Nachmittag nochmal ran. Die ersten beiden waren gut. Noch ist auch das Thema hier nicht durch. Ne? Weil wir machen hier nichts anderes, als sieht man ja gerade hier im M15 das Hoch von dem letzten N15 in Periode antesten. Genauso gut kann es sein, dass der jetzt dann um 10 Uhr endlich dann halt die Bewegung nach unten fortsetzt und wir dann halt auch mal das Vortagestief da unten testen. Das hier ist ein bisschen, ne. Was US-Zahlen 14:30, was kommt denn 14:30? Schreibt der Werner gerade hier. Der Stefan fragt, handelst du nachmittags den Dow? Ja, eigentlich schon. Also eigentlich am liebsten den Dow nachmittags. Der lässt sich auch oft gut greifen. Also und vor allen Dingen, der bewegt sich halt auch. Das ist eigentlich immer das Ding beim Dow. Der DAX, so, naja, der bewegt sich mal und bewegt sich mal nicht. Ne? Das ist immer so ein bisschen Wohler Gambling. Ne? Also beim Dow kann man eigentlich ja davon ausgehen, in 95% der Fälle ballert der um 15:30 erstmal durch die Gegend in alle Richtungen. Ne? Also Einzelhandelsumsätze Juni kommen heute. Ja gut, ob das so viel dann reinspielt, wird man halt sehen müssen. Ne? Wann gibt es das nächste Live-Trading im Dow? Da müsste ich mal gucken, wann die nächsten relevanten News sind. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, gerne einfach den Kanal abonnieren. Dann kriegt man es auf jeden Fall ja mit. Aber ich habe auch bei den NFPs haben wir das letztens nicht auch? Doch, genau. Habe ich auch die US-Eröffnung drangehangen. Und weil da halt so ein bisschen abzusehen war, dass die halt das Ding nachher auflösen, die Richtung, wo ich eigentlich hin wollte. Das mache ich aber nicht immer. Also die NFPs verlängern.
Und US-Eröffnung gab es vorher auch mal eine Webinarreihe, aber der Heiko macht das ja hier bei FX Flat zum Beispiel. Ich mache es halt hier und da mal dann eben auf dem YouTube-Channel, aber wie schon gesagt, ne, nicht unbedingt regelmäßig. Kann sich aber ändern. Ich muss mal kurz mich räuspern. Beziehungsweise nicht räuspern, sondern husten. Irgendwas ist hier trocken. Vom DAX mal abgesehen, der auch trocken ist. Ach, jetzt zieht er wirklich hier auf den letzten Drücker nochmal auf Anfang. Das kann wirklich nicht sein. Tja. Einfach nur super nervig. Komplett richtungslos, ne? So, wenn es jetzt dumm läuft, fliegt jetzt auch eben das Gap, beziehungsweise wird das Kassa-Gap zugemacht. Das wäre natürlich so ungefähr das Letzte, was ich mir jetzt hier wünschen würde, aber möglich ist alles. Und dann wäre die Stunde leider eine Verluststunde, obwohl die beiden ersten Trades aufgegangen sind. Ah, das hier braucht auch keiner. Also pff. Ist mir dann auch ehrlich gesagt so ein bisschen egal. Ne? Also hier fürs Live-Trading ist natürlich immer doof. Da ist natürlich immer schön, wenn man halt irgendwie performen kann. Aber für mich persönlich wäre es jetzt egal. Also, da sage ich ja gut, dann müssen halt die Amis heute Nachmittag ran. Ne? Weil das hier, das ist ja das Katastrophen. Da kam ja, ne, wie auch gerade, ich weiß gar nicht, wie wäre das jetzt? Was ich ja hier gerade eingezeichnet habe, ne? Ein Außenstab im M5 von 9 Uhr bis 9:05 Uhr, der noch nicht mal lang ist, bestimmt hier die ganze Eröffnung. Also ein einziger, der hier irgendwie im 9 auf den Knopf gedrückt hat, so sieht es quasi aus. Ein einziger einzelner Marktteilnehmer hat uns hier irgendwie die ganze Geschichte verhagelt dann, ne? Was Christian schreibt, neues Tief und Hoch, alles verarsche. Ach, so darf man das nicht sehen. So darf man es nicht sehen. Ne? Vielleicht meine, ich glaube nicht, dass das alles wirklich immer so. Ich meine, es gibt natürlich auch mal Situationen, wo der Markt halt eben erkennbar halt irgendwie in eine Richtung drückt, um halt irgendwie auch andere zu verunsichern. Aber das jetzt zum Beispiel halt irgendwie bewusst neue Hochs und Tiefs gleichzeitig, um uns dann zu veräppeln oder generell Retailer. Oh, ich weiß nicht. Also dafür finde ich das hier ein bisschen zu eng alles. Das ist, glaube ich, nicht. Ja. Sondern es ist eher so, wenn das jetzt hier oben rausläuft, dann habe ich mich ja selber veräppelt. Ne? Weil irgendwie bei dem Volumen muss man ja auch nicht unbedingt handeln. Ne? Eigentlich schon bei dem ersten Gap hätte ich schon sagen müssen, oh komm, nee, also ne, hier Gap im M5 gab es sogar zwei. Hier ist eins, ne, da oben, ich weiß nicht, ob man das sieht, da oben ist ein Gap, sieht man schon. Hier war auch ein kleines Gap, da war ein Gap. Also wir haben hier drei Gaps, ne, kleine Gaps innerhalb der Eröffnungsstunde, das braucht echt keiner. Ne. Das ist eigentlich so. Eigentlich ist das die Stelle, wo man sagen muss, oh komm, lass mal lieber, ne? Spende das Geld. Oder ja, kauf den Nachbarkindern Eis oder irgendwas. Weil dann geht es auf jeden Fall irgendwie für eine gute Sache drauf. Aber das hier ist halt wirklich, das ist halt Quatsch, ne? Aber es sieht leider fast so aus, als würde hier sich der jetzt mit dem Doji jetzt hier verabschieden aus der Stunde raus. Oder eben dann halt jetzt das machen, was ich am Anfang wollte, nämlich hier oben die 0,80 abholen. Und ja, ne, bitte. So, dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Aber so ist es halt. Ja, fing gut an, ne? Auch die Geschichte hier, die Verlängerung fing gut an, aber dann kam nichts mehr.
Dann kam einfach nichts mehr. Ich würde jetzt aber auch hier, wenn ich mir das Bild angucke, auch immer noch nicht long gehen. Ne? Also echt nicht. Ne? Absolut nicht. Weil er hat jetzt hier gerade mal, sondern im Gegenteil, ich würde jetzt hier mal gucken, wo ist die Grenze vom M15? Ne? Da bin ich halt wieder. M15 H1. Das gestrichelte hier ist der H1. Und da sieht man ja auch, ne, da ist die Grenze ist hier oben. Da sind wir wieder bei der 80, ne, die ich ganz am Anfang um 9 Uhr thematisiert habe, passt ebenfalls dazu. Ne. Also einmal hier die Glatze plus halt eben Trendgrenze. Das heißt, ich würde da oben jetzt einfach nochmal neu ansetzen. Ne. Wie gesagt, für das Webinar hier ist es jetzt natürlich ein bisschen doof. Und weil der jetzt erstmal rausgeflogen hier ist. Aber ändert nichts daran, dass die Geschichte halt höchstwahrscheinlich dennoch aufgeht. Ne? Und dass hier der Short einfach die besseren Chancen hat. Das hier ist unnötig. Ne? Aber gut. So ist es halt. Kann man gucken, ob man hier irgendwas erkennt, was ich da übersehen haben könnte. Es nützt ja nichts, auf den Markt alleine zu schimpfen. Du musst ja auch auf mich schimpfen können. Ich erkenne hier irgendwie nicht wirklich was, außer dass wir hier jetzt irgendwie da reingestochert haben, ohne irgendwie erkennbare Grenze. Naja. Ja, warum habe ich so lange ausgesessen? Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Ja, weil halt einfach, ne, der H1 zum Schluss auflöst. Und irgendwie, das war ja hier einfach nur das Hoch, ne? Von daher, das war ja schon okay, das so zu machen. Ne? Also beziehungsweise den Stop da erstmal liegen zu lassen und nicht irgendwie sich dann von der nächsten Bewegung, ne, die dann halt hier hochgegangen ist, die hier da halt irgendwie verunsichern zu lassen und dann so, oh, jetzt, wahrscheinlich, ne, die Grenze war halt einfach hier oben, ne, von diesem kleinen Trend, im kleinen Timeframe. Hier war alles okay. Wir standen in dem Außenstab nach unten. Ja, also war auch alles richtig. Ist halt so. Ja. Also von daher finde ich jetzt halt nicht so, dass ich 15 Euro nach Steuer finde ich jetzt nicht so schlimm. Ne? Also ganz ehrlich. Wie gesagt, für ein Webinar ist es halt immer ein bisschen doof. Aber das ist schon okay. Ne? Sondern eher, wie gesagt, ich würde jetzt nochmal gucken, hier oben, da liegen ja noch zwei Kandidaten, die, wenn die jetzt wirklich kommen, was ja so ein bisschen gerade danach aussieht, das hier passt ja auch. Ne? Ich habe vorhin auch gesagt, wenn wir hier hinlaufen, laufen wir auch ein paar Punkte weiter. Das stimmt auch. So, und ich würde jetzt halt hier oben nochmal ansetzen. Egal, wie die Stundenkerze hier gerade aussieht, ne? Das ist völlig Wumpe. Also ist wirklich egal. So, weil die macht mir jetzt irgendwie hier nicht wirklich Schmerzen. Was macht der DAU? Okay, kommt nochmal an die 600, ja. Guck, was der hier treibt. Ja, das war okay. Also da ist auch noch nichts irgendwie gerissen. Der sieht natürlich jetzt schon ein bisschen angriffslustig aus hier im H1, der DAU. Aber noch heißt das alles nichts. Gut. So, komm, mach mal an der Stelle zu. Also für mich irgendwie, ja, mangels Volumen irgendwie blöd gelaufen. Ändert nichts an der Gesamteinschätzung und auch nichts daran, dass man den nicht einfach später nochmal angehen kann und nochmal neu aufsetzen kann. Ne? Aber trotzdem auch wie immer, ne, gilt ja eben auch. Keine Empfehlung. Ja, das ist vielleicht. Ja. Nee, klar, also alles gut. Ne? So. Wie gesagt, ich finde es auch immer schöner, wenn ich irgendwie sagen kann, so, hey, wir haben jetzt wieder irgendwie so und so viele Punkte gerockt. Ich meine, waren ja zwei Nette am Anfang dabei, der dritte war halt nichts. Ein bisschen doof skaliert, einen Fehler gemacht. Gut. Ist so. Ob das Ganze dann aufgeht oder nicht, wird man am Schluss sehen. Ja, ich meine, es ist ein Trade, ist ja nicht der ganze Tag.
und auch nicht die ganze Richtung. Aber ich glaube halt schon, dass das Sinn macht von dem, was ich da skizziert habe, wie das laufen könnte. Und wir werden es dann wie immer halt am Abend ja dann auch sehen. Jetzt sehe ich übrigens gerade, ich gehe nochmal ganz kurz rüber. Hier, ich habe ja immer wieder der Norbert, ich weiß nicht, ob er da ist, immer so die NG-Range in letzter Zeit auch mit dabei. Und die zeigt genau da oben hin, wo ich meine Shorts liegen habe. Das ist eigentlich ganz lustig. Also hier oben Pullback-Level, das heißt, das wäre nach der Strategie halt eben der Punkt, an dem der Markt hinläuft und erst wieder zurückkommt. Erstmal, ja. Und da liegen auch jetzt, ist auch über der 80, wo ich ja auch hin wollte, wären dann auch meine Shorts wieder. Von daher passt das lustigerweise wieder gerade zusammen. Aber das jetzt nur am Rande, das wollte ich jetzt nur irgendwie ganz kurz mal zeigen. Da freut der Norbert sich ja bestimmt auch. So, ihr Lieben, also ich mache an der Stelle mal zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Anfang war, also nochmal kurzes Resümee. Am Anfang zwei kurze Trades, beide im Plus. Der letzte leider nicht, weil der Markt irgendwie sich auf den letzten Drücker dann doch entschieden hat, erstmal nichts zu machen und erstmal nichts, nicht den Trend im H1 zu verfolgen. Heißt aber nicht, dass man es das nicht nochmal machen kann. Aber so das Resümee. Ich glaube halt auch, dass die Einschätzung für den Markt, dass die soweit immer noch okay ist, wie ich es am Anfang ja auch genannt habe. Und das werde ich aber dann halt eben morgen früh, werden wir das halt sehen, beziehungsweise heute Abend, wenn ich dann nochmal den Videoblog mache. Da werde ich dann auf jeden Fall nochmal drauf eingehen und dann kann man sich ja mal angucken, was die ganze Geschichte geworden ist. Dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Dabeisein, trotz des schönen Wetters. Ich sag ja, ne, morgens mit Deutsch, mir zusammenhängende Sätze, ist schon mal mitunter schwierig. Ich bemühe mich aber und ich glaube, man kann das meiste von dem, was ich sage, auch verstehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, passt auf euch auf. Abonniert gerne den Kanal und natürlich meldet euch auch bei FX Flat an und damit ihr die Webinare nicht verpasst. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und übergebe aber sehr gerne an der Stelle das Mikro an den Wolfgang, der sich bestimmt auch freut, wenn er noch was zu euch sagen darf. Nur Wolfgang. Ja, richtig, genau. Also nochmal vielen Dank an alle Webinar-Teilnehmer, die bis zum Ende geblieben sind. Die Feedbacks sind rundweg positiv, insofern auch dafür vielen Dank. Ich wünsche allen Teilnehmern ja noch viel erfolgreiche Trades heute oder überhaupt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.